Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute wollen wir uns mit den grundlegenden Fragen beschäftigen, die sich ein jeder stellen sollte, bevor er seinen Garten plant, bevor er seine Beete gestaltet, bevor er seine Kästen kultiviert. Weil es ist ja leider häufig so, dass man recht planlos seine Sache angeht und hinterher feststellen muss, ja mein Gott, irgendwie entweder schaffe ich es körperlich nicht oder zeitlich oder von den Standorten her ist es nicht gegeben. Oder es können immer tausend Sachen sein, die einer erfolgreichen Kultivierung, sei es nun von Zierpflanzen oder von Nutzpflanzen, irgendwie im Wege stehen. Und deswegen sollte man sich bereits im Vorfeld mit den grundlegenden Fragen beschäftigen. Ich habe die 5 wichtigsten rausgesucht, weil es gibt ohne Ende Tipps. Also wenn man im Internet guckt oder wenn man Bücher liest oder Zeitschriften, man bekommt tausende von Tipps. Ja, du musst dies machen und das darfst du auf gar keinen Fall. Und da solltest du vielleicht dir nochmal überlegen. Und hinterher ist man total konfus und weiß überhaupt nicht mehr, was man machen kann, soll, darf, wie auch immer. Und deswegen sollte man sich wirklich nur mit diesen 5 grundlegenden Fragen beschäftigen. Ich habe sie auch euch unten nochmal reingeschrieben in die Beschreibung, falls es euch interessiert und ihr euch tatsächlich damit beschäftigen möchtet. Und die allererste Frage, die man sich stellen sollte, ist, was möchte ich? Was möchte ich tatsächlich für eine Art von Kultivierung machen? Möchte ich gerne ein Selbstversorger sein? Möchte ich alles, was ich verzehre, sämtliches Obst und Gemüse, möchte ich das aus dem eigenen Anbau haben? Weitestgehend zumindest, soweit es möglich ist. Oder nicht? Oder möchte ich ein Teil-Selbstversorger sein, dass ich zwar Gemüse und Obst und auch Kräuter und sowas anbaue, aber dennoch halt auch dazu kaufe? Oder bin ich nur so ein Muckler, der sagt, ja mein Gott, ich habe hier einen Kasten oder so ein kleines Beet und habe da so 2, 3 Pflanzen drin, die ich so für mich hin kultiviere? Wie auch immer, diese 3 Möglichkeiten, grob gesagt, gibt es natürlich. Und da sollte man sich von Anfang an darüber im Klaren sein, was ist tatsächlich das, was ich persönlich möchte. Da mit dieser Frage fängt es an und direkt im Anschluss daran stellt sich ja die auch, diese gehören beide zusammen letztendlich, wie viel Platz habe ich? Es macht keinen Sinn, wenn ich sage, ja Gott, ich möchte jetzt ein Selbstversorger sein, habe aber einen Balkon, wo ich 3 Kästen draufstehen kann, dann wird das mit dieser Selbstversorgung in aller Regel nichts. Also spätestens dann nach 2 Tagen ist man verhungert, weil dann gar nichts mehr zu essen da ist. Und das sind auch Punkte, die man durchaus sich überlegen müsste. Und zu der Platzfrage kommt ja auch noch ein bisschen so die Standortfrage. Es nützt ja auch nichts, wenn ich jetzt ein Areal von 3000 Quadratmeter habe und theoretisch alles anbauen könnte, was ich in irgendeiner Form anbauen möchte. Aber die Erde ist nicht nährstoffreich, das ist ein ganz schlechter Boden, es ist schattig gelegen, es sind Wurzeln da, es ist was weiß ich was alles da, was auch einen Anbau verhindern könnte. Und dann nützt auch der beste Platz nicht. Also immer Platz und Standort, die auch so halt ein wenig zusammengehören. Die weitere Frage, die nächste, ist, wie viel Zeit habe ich? Ich kann noch so gerne ein Selbstversorger sein, also wäre ich auch gerne, aber ich arbeite Vollzeit, ich habe einen Nebenjob, ich mache Videos nebenbei. Ich habe nicht die Zeit, jetzt irgendwie noch hier jeden Tag 8 Stunden im Garten zu arbeiten, um zu ernten, zu pflegen, zu sehen, zu konservieren, zu was weiß ich was, alles, was früher selbstverständlich war für die Damen und Herren, die großen Gärten gehabt haben. Ich schaffe es zeitlich nicht und die meisten anderen Menschen schaffen es zeitlich auch nicht. Und deswegen wäre es ja sehr, sehr schade, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir legen jetzt riesige Beete an, unendlich große Areale und habt danach überhaupt gar keine Zeit, euch darum zu kümmern. Das heißt, diese Zeitfrage, wie viel Zeit habe ich tatsächlich für meine Pflanzen, die sollte immer, immer beachtet werden. Dann geht es darum, was mag ich? Was für Obst, für Gemüse, was für Kräuter mag ich wirklich selber persönlich? Grundsätzlich wird nur das angebaut, was man wirklich mag. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, absolut nicht. Und ich sage, ach Gott, ja, mein Gott, ich baue jetzt hier mal Radieschen an, weil Radieschen sind so einfach und die sehen auch so hübsch aus mit ihren kleinen Plüschblättern und es ist alles so schön. Und dann aber bei der Ernte sage ich, na gut, also verschenke ich die oder schmeiße auf den Kompost, weil ich sie gar nicht mag. Und das ist sowohl bei Obst, so bei Gemüse, auch bei Kräutern. Immer das, was man wirklich selber gerne mag, sollte auch tatsächlich angebaut werden. Und das bezieht sich übrigens auch auf Zierpflanzen. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin so ein ganz großer Fan von Geranien, ist es selbsterklärend, dass ich mir, wenn mein Standort das zulässt, dass ich mir Geranien irgendwo in irgendwelche Pöttchen da setze. Und wenn ich sie aber nicht mag, da kann noch der Standort noch so geeignet sein für Geranien, ich möchte sie dann einfach nicht haben. Das heißt, diese individuelle Wünsche, was man wirklich mag, die sind ganz, ganz wichtig. Denn schließlich ist so ein Garten ja eine Wohlfühloase. Wir gehen ja in den Garten jetzt nicht nur, weil wir zwingend Kartoffeln und Tomaten haben wollen, sondern auch, weil wir uns wohlfühlen wollen. Wir wollen die Natur spüren und erleben. Wir wollen frische Luft atmen. Vielleicht sogar, wenn sie da ist, die Sonne abbekommen. Und
da wollen wir uns dann mit Sicherheit nicht über irgendwelche Pflanzen ärgern, die wir von der Optik her oder vom Geruch her oder auch von der Pflegebedürftigkeit her vielleicht überhaupt gar nicht mögen. Das kommt auch noch hinzu. Und als letzte Frage stellt sich dann, wie sind meine persönlichen Voraussetzungen? Und persönlich, das ist zum einen das Körperliche. Bin ich in der Lage, körperlich zu arbeiten, vom Umgraben bis hin zum Pflanzen, zum Rasenmähen, zum Bäume schneiden, all diese die Arbeiten, die ja anstrengend sind, selbst Unkraut rupfen. Ich meine, wenn man da sagt, okay, ich will mein Beet unkrautfrei haben und sitzt da 2 Stunden in gebückter Stellung, das kann auch sehr, sehr auf den Rücken gehen. Darüber sollte man sich auch im Klaren sein. Selbst wenn ihr ein Riesengrundstück habt, ihr habt viel Zeit, ihr möchtet sehr gerne Selbstversorger sein, ihr habt aber 7 Bandscheibenvorfälle und eine kaputte Hand, dann sind, sag ich mal, die Voraussetzungen nicht die allerbesten für einen großen Selbstversorgergarten. Diese Körperlichkeit ist von Bedeutung und aber auch das Mentale. Habe ich dazu überhaupt Lust? Ein sehr kluger Kollege von mir hat mal gesagt, wenn man etwas erreichen möchte, muss man dafür brennen. Das heißt, brennt ihr dafür, Pflanzen zu kultivieren, sie zu ernten oder euch an ihrem Anblick zu erfreuen, vielleicht eine Aussaat zu machen oder zu experimentieren, vielleicht mal mit etwas außergewöhnlicheren Gewächsen, ob es jetzt nun Zier- oder Nutzpflanzen sind oder verschiedene Kräuter. Habt ihr dazu Lust? Brennt ihr dafür? Oder macht ihr es nur, weil ihr sagt, naja, mein Nachbar, der hat da auch so Radieschen stehen und seine Tomaten, die sind ja auch ganz gut und dann mache ich das auch mal. Und ja, ich muss vorne Geranien pflanzen, weil das alle bei uns in der Siedlung haben. Und das ist dann halt nicht unbedingt Leidenschaft. Es ist vielleicht Pflichtbewusstsein, es kann vielleicht gut gehen, aber es ist keine Leidenschaft. Deswegen sollte man sich auch tatsächlich die Frage stellen, ob man wirklich so, ob sein Herz dafür schlägt, für diese Gartenarbeit, in welcher Form auch immer. Es klingt im ersten Moment, dass man sagt, ja mein Gott, jeder freut sich über Gartenarbeit. Nein, tut er nicht. Es tut er mit Sicherheit nicht, wenn er da jeden Tag Rasen mähen muss und sich um Schädlinge kümmern und was weiß ich was. Also, es gibt ja so Menschen, die Wert auf solche Dinge legen. Der freut sich dann darüber nicht. Für den ist es dann nur noch einfach eine Pflicht. Und solche Fragen sollten unbedingt im Vorfeld geklärt werden, wenn ihr sie für euch beantwortet habt. Es ist sogar sinnvoll, es so ein bisschen in Stichworten zu machen, um auf kleine Schmierzettel zu schreiben und so und euch damit auseinanderzusetzen, dass ihr für euch persönlich euch selber und eure Wünsche einschätzen könnt. Und dann könnt ihr loslegen. Dann geht ihr raus und kultiviert und macht und pflanzt und muckelt und macht, was ihr wollt, weil es ist euer Garten. Es ist euer Garten, es sind eure Regeln. Ihr guckt dann auch nicht nach links und rechts. Ihr sagt dann nicht, ja Gott, Nachbar hat Geranien, mache ich jetzt. Das Thema, was wir eben hatten. Ihr macht es genau frei Schnauze, so wie ihr es haben möchtet. Und dann wird es nicht nur ein erfolgreicher Anbau, eine erfolgreiche Kultivierung von Pflanzen, sondern es wird ein Riesenspaß. Und diesen Aspekt sollte man niemals unterschätzen, auch nicht bei Gartenarbeit. Auf gar keinen Fall. Geht raus, habt Spaß. Und schaut wieder bei mir vorbei.